Hi, schön, dass du wieder zuschaust. Ich bin's wieder, Christian Laxander von fototrainer.com. Und als erstes möchte ich natürlich meinen Gast begrüßen, den Martin von Novoflex. Ich verrate euch ein Geheimnis. Wir haben schon 2 Tage Videos gedreht. Und eine Sache hätte ich nie gedacht, nämlich, dass mich ein Thema wie Stative und vor allem austauschbare Stativbeine so begeistern kann. Martin, du hast jetzt gesagt, Stativbaukasten. Erklär doch mal, was genau du damit meinst. Ja, gerne. Der Stativbaukasten besteht aus verschiedenen Komponenten. Da wäre zum einen die Stativbasis zu nennen, die Stativköpfe, natürlich die Stativbeine nicht zu vergessen, die Schnellkupplungen und die Wechselplatten. Und aus all diesen Komponenten kannst du dir dein perfektes Stativ zusammensetzen. Fangen wir doch direkt mal mit den Stativschultern an. Das ist die Standard-Stativschulter, die Trio-Pod-Stativschulter, die auch dem ganzen System ihren Namen gibt. Das kennt ihr von jedem normalen Stativ. Moment. Das stimmt so nicht. Mein Stativ, wenn ich das kaufe, sieht anders aus. Da sind Beine dran. Das ist ja der Vorteil bei unserem Stativbaukasten. Aber lass uns doch erstmal die anderen Stativschultern kurz besprechen und über die Beine reden wir etwas später. Alles klar. Hier haben wir die Trio Balance Stativschulter. Da ist dann gleich eine Nivelliereinheit drin. Da könnt ihr euren Panoramakopf sehr schnell mit dem Horizont ausrichten. Und für die ganzen Panorama-Freaks da draußen gibt es natürlich auch noch dieses Teil hier. Da ist dann zusätzlich zur Nivelliereinheit gleich eine Panorama-Drehplatte verbaut. Und wer im Urlaub mit leichtem Gepäck unterwegs sein möchte, kann natürlich direkt auch seine Kamera hier oben aufsetzen. Jetzt muss man natürlich noch dafür sorgen, dass das Ganze aussieht wie ein Stativ. Lass uns mal über Beine sprechen. Ja, fangen wir doch direkt mal an, ein Stativ zusammenzusetzen. Wir haben hier ein paar Beine direkt auf dem Tisch liegen. Es gibt im Übrigen 9 verschiedene Beinvarianten, aber ich fange einfach mal direkt mit den kleinen Beinen an und vielleicht fängst du mal mit den großen Beinen direkt Klar. an. Was mir übrigens aufgefallen ist, und das ist vielleicht für euch auch eine ganz wichtige Info, ich baue das Stativ noch richtig zusammen, ist, dass eure langen Beine so eine Skala drauf haben. Ich zeige die auch gleich, kleinen Moment. Und wenn man die ausfährt, dann kann man nämlich alle Beine ganz einfach auf die gleiche Länge bringen. Das fand ich echt cool, weil das hat mein Stativ nicht. Und das würde ich mir ab und zu wünschen. Ihr seht, hier habe ich solche Ringe. Und dann kann ich das einfach ausfahren und alle Beine im Prinzip auf die gleiche Länge bringen. Fand ich super schlau. Ärgere mich ein bisschen, dass es mit meinem Stativ nicht geht. Und dann habe ich jetzt ein normal hohes Stativ. Aber das ist ja nicht alles, weil ich weiß, ich habe in deinem Koffer was ganz Tolles entdeckt. Genau, du kannst das Ganze nämlich noch verlängern. Es gibt eine Verlängerungsstange, die du zwischen Stativschulter und Stativbein setzen kannst. Das heißt, die schraube ich jetzt einfach dazwischen, habe dann 50 cm mehr. Können wir ja gerade mal mit dem mittleren Bein machen. Und dann kann ich mein Stativ einfach nochmal um ein Segment oder ein langes Segment erhöhen. Dann bin ich bei, dann bin ich bei 2 Metern. Das ist ja richtig cool. Aber es gibt noch was viel Cooleres. Du kannst nämlich auch diese kleinen kurzen Beine mit deinen langen Beinen kombinieren. Ich zeig's dir. Komm, lass uns mal 2 Beine abschrauben. Okay. Ich bin nicht so schnell. Warte, ich falte die gerade zusammen, dann kannst du... Und zwar ist das für dich im Studio ganz interessant. Nicht, dass ihr euch wundert, wir bauen hier die ganze Zeit Beine auf, Beine ab, gehört halt dazu. Schau mal, was du jetzt machen kannst. Warte, gib mir eine Sekunde. Ich muss erst noch das hier zusammenschieben. Das ist ja schlau. Du kannst dein Stativ direkt auf einem Tisch abstützen, wenn du irgendwelche Aufnahmen direkt auf dem Tisch machen willst. Im Normalfall würde dein Stativ irgendwo hier stehen. Ja, das ist ja richtig cool, weil ich kenne das. Wir arbeiten ja oft im Studio auf den Rollcontainern. Und da ist es immer so, würden jetzt meine Beine natürlich hier überhaupt nicht hinpassen. Das heißt, wenn ich lange Beine hätte, müsste ich das Stativ Minimum nach hier stellen, oder? Ganz genau. Und so komme ich ganz einfach viel näher ran. Es ist auch noch mal viel leichter. Ich hole mal gerade eine Kamera. Das finde ich jetzt wieder richtig cool. Das wusste ich auch noch nicht. Ja, du kommst auf Ideen. Das ist der Stativbaukasten. Ihr habt es gemerkt, mit den unterschiedlichen Stativbeinen hat er mich wirklich gekriegt. Wir müssen da auch noch mal über den Preis reden, aber das ist jetzt gar nicht das Thema. Es geht ja jetzt um den Stativkopf. Und ich würde sagen, du fängst mal mit dem Außergewöhnlichen an, mit dem Magic Ball. Ja klar, machen wir doch. Den Magic Ball, es gibt ihn übrigens in 3 verschiedenen Größen. Und der große Vorteil ist ich bin sehr, sehr schnell in der Verstellung und ich habe einen enorm großen Verstellbereich. Bei normalen Kugelköpfen ist ja ungefähr in dieser Position Schluss.
Und wenn mein Stativ jetzt nicht mal direkt ausgerichtet auf dem Boden steht, habe ich hier natürlich ein Problem, in die 90-Grad-Stellung zu kommen. Ich kann hier aber beim Magic Ball wesentlich weiter verstellen. Also ein enorm großer Vorteil. Natürlich haben wir auch für Einsteiger unter euch einen Kugelkopf. Das ist hier der Ball & Q. Er ist wesentlich einfacher aufgebaut, hat keine Friktion eingebaut, aber kommt bereits mit einer aufgesetzten Schnellkupplungseinheit. Das heißt, der Ball & Q ist die günstige Variante und der Magic Ball hat den Vorteil, dass ich ihn einfach über die 90 Grad hinaus bewegen kann und somit natürlich ja, noch bessere Winkel erreichen kann beim Stativ. Richtig, ganz genau. Und als nächstes haben wir dann hier unseren Classic Ball. Der Classic Ball ist natürlich, wie der Name schon sagt, ein klassisch aufgebauter Kugelkopf. Er hat drei Hochformatöffnungen, hat natürlich eine Friktion als Gegenstück zum Ball & Q eingebaut. Und die Friktion lässt sich natürlich auch über Klickstops einstellen. Moment, Friktion müssen wir auf jeden Fall erklären. Ich habe jetzt mal Stufe 0 von 5 eingesetzt. Bewegt doch einfach mal die Kugel. Geht super einfach. Genau, und jetzt stelle ich mal einen höheren Wert ein. Ich habe jetzt Stufe 3 von 5 eingestellt, probiere mal jetzt. Da muss ich Stativ festhalten. Die Kugel bewegt sich viel, viel schwerer. Und das ist Friktion. Im Grunde ist es, als würdet ihr mit einer angezogenen Handbremse arbeiten. Aber ich habe noch was ganz Tolles für dich, was ich dir zeigen möchte. Und zwar haben wir hier unten eine Libelle drin. Und viele Kunden rufen uns an und fragen, hä, wieso baut ihr eine Libelle da unten in den Boden ein? Aber ich zeige es euch einfach mal. Ich habe sie übrigens auch noch nicht gesehen, aber ich weiß, wofür sie da ist. Das habe ich schon mal gesehen, deswegen weiß ich das. Ich schraube das einfach mal hier aufs Stativ auf und jetzt weißt du bestimmt, warum wir sie da eingebaut haben. Der Kugelkopf ist ja jetzt andersrum. Ne? Normalerweise ist die Kugel oben, jetzt ist sie unten. Aber es gibt eine Besonderheit, das weiß ich. Nämlich hier oben ist ja noch der Panorama-Drehkopf dabei. Das heißt, ich kann mit meinem Kugelkopf jetzt hingehen, kann den im Horizont ausrichten und kann dann horizontal oder drehen, ohne dass sich der Horizont verändert. Und wenn ich es andersrum mache und unten drehen würde, dann würde sich ja immer im Prinzip meine Kopfneigung mit im Bild bemerkbar machen. Richtig. So Martin, jetzt haben wir schon über ganz viele Sachen gesprochen. Über die Stativbasis oder die Schulter, wie du gesagt hast, die Beine, den Stativkopf. Was noch fehlt, ist die Kupplung und die Schnellwechselplatte. Und ich fange direkt mit einer schwierigen Geschichte an. Ich suche eine ganz kleine Platte, die meine kleine RX0 richtig feste hält. Überhaupt kein Problem. Es ist zwar keine Platte im eigentlichen Sinn, aber das ist das Kupplungsstück unseres Mini-Connect-Systems. Das ist nicht dein Ernst? Natürlich. Mein voller Ernst. Das Ding ist so groß, ihr seht es vielleicht, wie eine Euro-Münze. Und das ist die Platte, die ich im Prinzip unter meine Kamera schraube. Richtig. Schraub sie einfach mal dran. Die ist wirklich kleiner als meine RX0. Steht nicht mal über links und rechts. Okay. Und das ist die passende Schnellkupplung dazu. Wird mit dem Hebel einfach festgezogen. Und sitzt wirklich bombenfest. Ich kann die nicht mal bewegen, keinen Millimeter. Das ist richtig cool. Eine so kleine Platte habe ich vorher noch nicht gesehen, finde ich gut. Wir haben natürlich auch noch Wechselplatten im weit verbreiteten AK-Swiss-Standard. Da gibt es kleinere und größere Platten. Hier haben wir einfach mal eine besonders kleine, kompakte Platte für deine Alpha 6500 vorbereitet. Ich schraube sie einfach schon mal drunter. Genau, und wenn ihr viel auf Reisen unterwegs seid mit kompakten und kleinen Equipment, gibt es natürlich zu dieser kleinen Platte passend dazu auch eine äußerst kompakte Schnellkupplung. Warte, ich bin nicht ganz so schnell. So, Platte fest. Platte sitzt. Hier ist die Schnellkupplung dazu. Ah, ich sehe schon. Die ist wirklich kompakt. Die ist ungefähr so breit wie mein Kamerabuddy und passt natürlich dann perfekt auch zu Systemkameras. Ist besonders klein, besonders leicht. Ganz genau. Einfach zu mitnehmen. Und wenn ihr dann mit größeren Kameras unterwegs seid, gibt es die Platten natürlich auch in größeren Formaten. Es gibt die Kupplung mit einer größeren Auflagefläche natürlich auch größer. Ich setze die mal hier drauf. Die größere Platte hast du schon mal unter deiner Alpha unten drunter. Setz sie doch einfach mal auf den Stativkopf drauf. Und hier habe ich jetzt natürlich wieder die Panoramadrehung, habe ich vorhin gelernt. Richtig. Ja, sehr gut. Jetzt gibt es ja bei euch im Sortiment auch noch größere Platten. Vielleicht erklärst du mal, wofür die genau da sind. Ja, sehr gern. Die langen Schienen lassen sich optimal unter länger brennweitigen Teleobjektiven einsetzen. Vielleicht schraubst du sie einfach mal unter deinen 70-200 schon. Diese Teleobjektive haben in vielen Fällen eigene Stativschellen. Das heißt, man montiert quasi das Objektiv auf dem Stativkopf und die Kamera hängt nur nach hinten dran. Und um da den optimalen Schwerpunkt zu finden, kannst du mit Hilfe dieser langen Schiene einfach durch die Kupplung hindurchfahren.
Vielleicht zeigen wir das einfach mal. Klar. Perfekt. Und jetzt kann ich einfach mit der Klemmung im Prinzip sagen, wo ist der Schwerpunkt und kann sagen, hier muss ich sie perfekt befestigen. Ganz genau. So Martin, ich glaube, wenn ich eines gelernt habe heute bei dem Videotraining, ich glaube auch die Zuschauer, dann ist es, dass du immer für eine Überraschung gut bist. Was geht noch? Ja, ich habe hier noch einen Makro-Einstellschlitten mitgebracht. Und der Makro-Einstellschlitten ist besonders für all jene interessant, die in der Nah- und Makrofotografie Aufnahmen machen möchten oder bereits Fokus-Stacking nutzen. Das heißt, besonders feinfühlige Einstellungen sind hiermit möglich. Und der Schlitten besitzt auf der Unterseite bereits wieder das AK-kompatible Profil. Das heißt, ich kann ihn direkt in meine Schnellkupplung reingeben und brauche keine separate Wechselplatte. Denn die Wechselplatte habe ich ja bereits unter der Kamera drunter. Die kommt jetzt einfach hier rein. Genau. Und damit kann ich die Kamera direkt oben einkuppeln. Und jetzt kannst du mit dem großen Rad da drüben die Kamera besonders genau und fein verstellen, nach vorn und hinten bewegen. Aber das war natürlich noch nicht alles. Ich habe noch ein Teil mitgebracht, und zwar das hier. Ich habe es schon gesehen. Und jetzt weiß ich nämlich auch, warum du mich ein Dia hast raussuchen lassen. Ja, ja. Genau, das ist unser Dia-Duplikator. Den können wir einfach hier in den Einstellschlitten einschieben. Wir justieren ihn einmal, klemmen dann die Position und setzen das Dia direkt hier drauf und können jetzt mit der Sony-Kamera direkt unsere Dias ins digitale Zeitalter transportieren. Martin, ganz ehrlich, jetzt habe ich auch verstanden, warum das Ganze Stativ-Baukasten bei euch heißt. Im Vorgespräch, als wir telefoniert oder gesprochen haben, war mir das nicht so ganz klar. Aber wir haben heute über richtig viele Sachen gesprochen. Über die Basis, die Stativschulter, über die Beine, über den Stativkopf, über die Kupplung, über die Wechselplatten und auch noch über sonstiges Zubehör. Ich habe richtig, richtig viel gelernt und ich hoffe, das geht euch auch so. Ich sage vielen Dank an dich, Martin. Danke, dass du mich eingeladen hast. Gerne immer wieder. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben und Fragen wie immer unten in die Kommentare. Viel Spaß beim Fotografieren.